Hi Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf La Palma. Heute sind wir mal an einem sozusagen Lost Place auf La Palma unterwegs. Und zwar gibt es hier einen alten Fischerhafen, der mitten auf einem Felsen im Atlantischen Ozean ist. Und wir sind hier im Norden der Insel. Das Ganze ist sehr, sehr abgelegen. Man muss hierfür durch Bananenfelder, durch Bananenplantagen durchfahren. Also die Straße hier runter ist eine absolute Wucht, sag ich mal. Ein absolutes Abenteuer für sich. Ja, und ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal runter, ne, und schauen uns diesen Piratenhafen oder Fischerhafen mal so ein bisschen aus der Nähe an. Los geht's! So, hier geht's jetzt die Treppe hinunter. Wie immer auf La Palma. Auf La Palma geht's überall Treppen runter. Hier ist es ein bisschen rutschig. Boah, guckt euch an, wie rau das Meer hier ist, ja. Und wieder Treppen. Das ist hier ganz normal, Freunde. Treppenstufen, Treppenstufen. Ohne Ende Treppenstufen. So, jetzt geht es hier weitere Treppenstufen runter. Sieht auch so richtig urig aus hier mit diesem Gestein. Fast wie auf dem Roque de los Muchachos. Ah, hier im rauen Norden ist Schwimmen schier unmöglich. Hier gibt es heftige Wellen. Ja, da vorne scheint auch jemand zu Hause zu sein, so wie das aussieht. Und ich denke mal, dass diese Buden hier von den Fischern auch teilweise noch genutzt werden, ne? Boah, da drüben gibt es eine Höhle. Boah, die sieht ja richtig gut aus, Freunde. Guckt euch das mal an. Das ist der Hammer. Ja, und hier ist das, was wir im letzten Video auch schon gesehen haben. Oh, da ist einer ins Wasser gejumpt. Ja, mit diesem Kran hier werden dann quasi die Schiffe hoch und runter bewegt, ne? Von den Fischern. Aber das sieht auch schon ziemlich alt und verrostet aus. Also ich glaube, das ist lange Zeit nicht mehr genutzt worden. Das ist schon wirklich krass, hier zu stehen an diesem alten, ja, Fischerhafen, wenn man so will, an der rauen Nordküste. Und da oben in der Höhle hinter mir, da könnt ihr sehen, da wohnt einer drin. Der hat sich da richtig schön eingerichtet. Überhaupt auf dem Weg hierhin kann man super viele Höhlen sehen. Also das ist schon der Wahnsinn. Ich glaube, dass die Ecke der Insel, gerade der Norden, auch das perfekte Ziel für so manch einen Aussteiger sein könnte. Ja, und auf La Palma hier hat man natürlich ein Paradies. Also ich habe jetzt gerade gesehen, so ganz lost ist das hier nicht. Also hier wohnen tatsächlich noch welche. Und besonders an den Wochenenden gibt es hier wahrscheinlich, ja, viele Fischer. Ein paar sind jetzt gerade auch zu Hause. Ich will aber trotzdem da mal versuchen, lang zu laufen und so ein paar Aufnahmen zu kriegen. Ihr seht auch, die haben hier alles, was man braucht. Die haben sogar eine Satellitenschüssel. Weiter geht es jetzt aber auch nicht. Es geht anscheinend da hinten durch den Felsen durch. Also man muss auf der anderen Seite durchlaufen, um dann da hinzukommen. Okay.
So, hier auch nochmal ein Warnhinweis. Das sieht cool aus. So, weiter geht's. Aber der hat sich da oben richtig schön eingerichtet, ne? In der Höhle. Das verrostet. Die sind mutig. Ja, und hier sieht man überall so kleine Garagen, ne? Das könnten Schiffsgaragen sein. Ja, und dann hat man die hier runtergehoben. Hier oben haben wir auch wieder eine Holzhütte. Richtig geil gebaut. Und hier geht's jetzt durch, ne? Hola. Hola. Sorry, can I walk there or here? Okay, perfect. Gracias. Die Frau war sehr nett, die hat uns jetzt darauf hingewiesen, dass wir hier weiterlaufen dürfen. Und dann können wir quasi diesen Felsen hier einmal umrunden. Ha? Ja, warte erstmal. Wow. Musst du balancieren und testen lassen. Echt? So, wir gucken uns das mal an. Ah, okay. Warte, ich gehe da mal vorsichtig hin. Okay, das sieht ja cool aus hier oben. Boah, eieieiei. Naja, ich guck mal da vorne, wie der Weg ist. Ja, hier ist halt wieder so eine raue Lavazunge. Und hier kommt die Flut rein. Guckt euch das an. Wahnsinn. Boah. Oha, oha. Da wird einmal mal ganz anders hier oben. Das ist krass. Ich gehe mal kurz da vorne gucken. Absolut krass. Eine tosende Brandung hier. Unglaublich. Da
Es war sehr interessant, diesen kleinen Piratenort hier mal kennenzulernen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst es uns wissen, indem ihr einen Daumen nach oben da lasst. Abonniert den Kanal, wenn ihr weitere Videos von den Kanarischen Inseln, insbesondere von La Palma, sehen möchtet. Und wenn ihr diesen tollen Fischerhafen einmal gerne selber besuchen möchtet, dann schaut mal in unsere Videobeschreibung. Dort haben wir das Ganze für euch, wie immer, verlinkt. Wir verabschieden uns aus dem endlosen Blau der Kanarischen Inseln.